Also wenn eine Auswirkung stattfindet, dann ist es die Wirklichkeit. Wenn keine Auswirkung stattfindet, dann ist es keine Wirklichkeit. Was ist aber, wenn alle an Gott glauben? Möchte man sagen, so als spirituelle Person. Alle glauben dran und dann ist ja Gott auch real, oder? Weil das hat doch eine Auswirkung. Die Leute glauben dran, die leben danach, die erleben irgendwelche komischen, verrückten Zustände und sie verbrennen Hexen und so. Das hat ja eine reale Auswirkung. Ja, kann man sagen. Aber die reale Auswirkung besteht eben nur auf bestimmten Ebenen, ja, also die Auswirkung ist psychologischer Natur und besteht auch in ihrem Handeln, in der Kultur, die verändert sich dementsprechend, aber die Auswirkung ist trotzdem nicht dieselbe, wie wenn es sozusagen diesen Gott wirklich geben würde. Sagen wir mal, es gibt ihn nicht, aber wenn wir sagen, diesen Gott gibt es wirklich, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf die Psychologie, unser Verhalten und unsere Kultur, dann hat es auch eine Auswirkung auf was auch immer Gott so kann, ne? Aber wenn sagen wir mal, Gott ein rumfliegendes Spaghetti-Monster ist, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt nehme, dann müsste man das ja irgendwo sehen können. Es hat ja irgendeine Art Gestalt, ne? Also sagen wir mal so, wenn wir die Augen haben, es sehen zu können, beziehungsweise irgendwelche Wirkungen vollbringt es und diese Wirkungen kann man erfahren. Also Gott ist kein gutes Beispiel, weil Gott ist einfach viel zu unklar definiert, was er eigentlich er ist, was seine Auswirkungen sind, was er so kann, was er so macht und auf welche Weise. Da kann man nicht wirklich fragen, gibt's Gott oder nicht, und man kann es nicht wirklich testen, weil es nicht klar ist, wie man das testen soll. Aber grundsätzlich gilt, was man glaubt, ist nicht gleichzeitig das, wie es auch ist. Also ich glaube an gelbe Pinguine vielleicht, aber das bedeutet noch nicht, dass es gelbe Pinguine auch wirklich gibt. Und wenn man jetzt testen will, was ich glaube, dann testet man das ganz anders, als wenn man testen will, ob das auch stimmt, was ich glaube. Ne? Also im ersten Fall guckt man vielleicht, wie ich mich verhalte. Im zweiten Fall guckt man aber überhaupt nicht auf mich, sondern dann geht man zum Nordpol oder sonst wohin, Antarktis, und schaut, ob es da irgendwo gelbe Pinguine gibt. Also man prüft beides ganz unterschiedlich. Deswegen ist das Glauben und das Sein nicht identisch. Und selbst wenn Glaube Berge versetzen kann, ich glaube das ja schon, dass das geht, magische Auswirkungen, je nachdem wie weit greifend das ist. Okay, sagen wir, der Glaube kann die Wirklichkeit verändern. Trotzdem ist der Glaube nicht das Gleiche wie die Wirklichkeit. Weil sonst könnte man ja auch diese Aussage gar nicht treffen. Man geht ja immer von zwei verschiedenen Dingen ein, wo das eine Ding das andere Ding beeinflusst. Und natürlich beeinflusst auch die Wirklichkeit den Glaube. Okay, dann möchten vielleicht manche Menschen sagen, aber was man erlebt, das ist doch wahr. Deswegen ist jede Sichtweise wahr. Jeder Standpunkt ist wahr, weil irgendjemand den auch erlebt und als wahr erlebt, also subjektiv wahr. Und es gibt ja nur die subjektive Wahrheit. Aber ich würde sagen, ja, es stimmt, was man erlebt, das erlebt man auch wirklich. Also alles Erleben ist echt. Das bedeutet aber trotzdem noch nicht, dass alles Erleben und dass überhaupt das Erleben das gleiche ist wie die Tatsachen. Man unterscheidet eben zwischen dem Erleben und den Tatsachen. Also was man erlebt, findet man eben heraus, indem man guckt, wie sich eine Person so verhält, wie sie eingestellt ist. Wenn jemand glaubt, es gibt gelbe Pinguine, dann läuft er vielleicht anders durch die Welt, als würde er es nicht glauben. Oder sagen wir mal etwas Krasseres, wenn jemand glaubt, er darf nicht im Schatten laufen, weil dann würden irgendwo Gebäude explodieren, dann sieht man das daran. Also sein Erleben sieht man daran, dass er den Schatten vermeidet, ne? Aber wenn das wirklich so wäre, dass wenn er in den Schatten tritt, dann die Gebäude explodieren, das überprüft man eben nicht daran, wie er das erlebt, wie er sich verhält, sondern das überprüft man, indem man auf die Gebäude guckt, ob sie nun explodieren. Natürlich guckt man auch, wo er hinläuft, aber ja. Das heißt, man kann den Irrtum feststellen, wenn jemand irgendwas glaubt. Auch wenn man selber was glaubt, kann man den Irrtum feststellen. Die Wirklichkeit holt einen wieder runter auf den Boden der Tatsachen, manchmal nicht. Wenn nicht, dann nennt man das Geisteskrankheit. Jetzt so also im alten Wortgebrauch. Aber es ist natürlich, dann ist es wirklich schwierig. Wenn jetzt zum Beispiel eine ganze Gesellschaft glaubt, dass es, also auch wirklich erlebt, dass es gelbe Pinguine gibt, dann würde man sagen, irgendwann kann man dann nicht mehr wirklich sagen, da ist noch ein Irrtum feststellbar, die können noch überprüfen, dass es gar keine gelben Pinguine gibt. Aber das ist dann eben eine kollektive Sache. Also durch die kollektive, sagen wir mal, Auswirkung auf unsere Lebensform wird eben bestimmt, was auch wirklich ist.
Aber natürlich können sich auch ganze Gruppen von Menschen irren und das bedeutet noch nicht, oder irgendwas einbilden und das bedeutet noch nicht, dass es echt ist. Wie gesagt, mit dem Glaube an irgendwas Verrücktes, weil das muss eben noch größere Auswirkungen haben als bloß auf unsere Psyche und unsere Kultur. Und okay, alles Erleben ist echt, aber das heißt auch nicht, dass alles Erleben und das Erleben das gleiche ist wie die Interpretation des Erlebten. Also das ist ja sehr oft so. Leute sagen, ja, ich habe zum Beispiel jetzt erlebt, im Traum bin ich meiner verstorbenen Oma begegnet. Oder ich konnte aus meinem Körper rausschweben. Ich habe das erlebt, es ist echt passiert. Und es hat sich anders angefühlt als ein Klartraum. Und ich war im Shared Dream und ich bin jemand begegnet. Woher weiß ich das? Es hat sich so echt angefühlt. Die Person, die war so eigenständig und so weiter. Dass man das erlebt hat, stimmt ja. Aber das bedeutet noch nicht, dass die Interpretation dieses Erlebens irgendwie bestimmt ist. Also man kann es ja ganz unterschiedlich interpretieren. Jemand erlebt, dass er aus dem Körper rausschwebt und sagt, ja gut, das habe ich so erlebt, aber es war ein Klartraum. Hat sich halt nur so angefühlt. Jemand anderes sagt, nö, ich war wirklich draußen, weil ich habe es ja erlebt. Beide Interpretationen sind möglich, aber wie es entschieden wird, ob man denn wirklich außerhalb seines Körpers war, das wird nicht durch das Erleben entschieden, weil, wie gesagt, das Erleben ganz verschiedene Interpretationen offen lässt und weil das Erleben nicht die Tatsache ist, wie eben schon dargestellt. Ja, und dann gibt es vielleicht noch einen Punkt. Man kann noch in manchen Fällen nicht mehr unterscheiden zwischen Simulation und Realität. Zum Beispiel, wenn jemand im Theater ist und der spielt die Rolle, dass er ein Buch liest. Dann kann man es überprüfen. Er liest nicht wirklich ein Buch. Das weiß man zum einen daran, dass wir gerade im Theater sitzen. Überraschung. Aber zum anderen sieht man es vielleicht auch daran, dass man jetzt genauer die Requisiten anguckt und sieht, da steht gar nichts im Buch drin. Aber was ist, wenn er im Theater ist und er liest wirklich ein Buch, während er spielt, ein Buch zu lesen? Weil es ist ja irgendwie sinnvoll, wenn man wirklich ein Buch liest, dann kommen die ganzen Begleiterscheinungen, ne? Wie man gerade liest und so. Richtig realistisch rüber. Deswegen macht das ja Sinn, auch im Theaterstück wirklich ein Buch zu lesen, wenn die Figur gerade ein Buch lesen soll. Und dann kann man sagen, ja, spielt er jetzt nur oder liest er wirklich? Ja, beides. Beides. Oder sagen wir ein Android. Ja, die Leute entwickeln KI, künstliche Intelligenz und es wird immer besser. Am Anfang sagt man noch so, okay, die Maschinen, die machen bestimmte Grimassen. Oder die sagen bestimmte Sätze, aber das ist ja alles so auf Knopfdruck und das ist, die fühlen das ja nicht wirklich. Die fühlen ja nicht Angst, nur weil die jetzt ängstlich gucken. Das wissen wir ja. Aber stellt euch vor, die KI-Forschung wird irgendwann so gut, egal ob das jetzt möglich ist oder nicht, sie würde irgendwann so gut werden, dass die nicht nur so gewisse Gesichtsausdrücke machen können, sondern dass sie auch zum Beispiel schmerzvermeidendes Verhalten an den Tag legen, dass sie abhauen, wenn irgendwas sie sticht, dass sie sich wehren, dass sie angreifen, dass sie sich selbst schützen. Irgendwann wird man doch sagen, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, da können wir nicht mehr wirklich sagen, die spielen das nur, die simulieren das nur. Sie legen ja alles Verhalten an den Tag, das wir Menschen auch an den Tag legen. Also wo ist der Unterschied? Okay, sie fühlen vielleicht wirklich. Und irgendwann ist es so perfekt, dass man einfach sagt, okay, die Simulation ist zur Wirklichkeit geworden. Das heißt, es gibt natürlich Fälle, wo es einfach unklar ist, was ist jetzt Schein, was ist Sein, was ist, da gibt es einfach so Grenzübergänge. Aber das bedeutet natürlich noch nicht, dass in den eindeutigeren Fällen komplett der Unterschied aufgehoben wäre zwischen wirklich und unwirklich. Also nach wie vor würde die alte Version der KI, die vielleicht noch gar keine KI ist, würde nach wie vor nicht als wirklich Person angesehen werden. Und nach wie vor würde man bei Menschen sich nicht fragen, ob die jetzt wirklich Emotionen haben, weil wir haben das ja bei Menschen überhaupt erst festgelegt, was es bedeutet, was Emotionen sind. Ja, das war dann die Folge für heute. Wir können nochmal zusammenfassen. Ich habe die Frage aufgeworfen, was ist Wirklichkeit, was ist Illusion, was bedeutet es, was will man damit machen? Ja, der Zweck ist die Orientierung und was bedeutet es? Also die Unterscheidung zwischen Illusion und Realität, das kann man vor allem bei einzelnen Sachen machen, aber auf das Gesamte bezogen ist das schwierig, genauso wie die Aussage, alles ist Illusion, weil dann der Begriff irgendwie an seine Bedeutung verliert, man kann ihn nicht mehr verwenden. So, und im nächsten Schritt habe ich natürlich die wichtigere Frage gestellt, wie unterscheidet man das jetzt? Die Haupt,
Unterscheidung, finde ich, die liegt darin, dass die Auswirkungen zwischen Realität und Illusion unterschiedlich sind. Auch wenn jetzt zum Beispiel ein Glaube an Gott oder so eine große Auswirkung haben kann, muss diese Auswirkung aber doch noch größer sein als nur psychologisch zum Beispiel, um sagen zu können, der existiert auch wirklich. Ja, deswegen ist das, was man glaubt, nicht das, wie es auch wirklich ist. Das Erleben ist zwar echt, egal wer was erlebt, es ist immer ein echtes Erleben, aber das Erleben ist nicht dasselbe wie eine Tatsache und das Erleben ist auch unterschiedlich interpretierbar. So. Es kann auch die Wirklichkeit oder die Simulation sich an die Realität angleichen, ne? Es gibt irgendwie Grenzübergänge, aber das zerstört trotzdem nicht die Unterscheidung.